Die Ringer-Bundesliga befindet sich aktuell in der alles entscheidenden Phase. Im oberen Playoff der vier besten Teams der Vorrunde werden in den kommenden Wochen die beiden Finalisten ermittelt. Mittendrin im Kampf um die Finaltickets ist natürlich der Titelverteidiger und Rekordmeister AC Vals. Nach der knappen 27:26 Auswärtsniederlage zum Playoff-Auftakt gegen Götzis steht der AC Vals in der zweiten Runde bereits unter Druck. Gegner in der heimischen Walserfeldhalle ist dabei der AC Hörbrands aus Vorarlberg. Alles ist angerichtet für eine große Show. Doch was dann passiert, hinterlässt rundum nur fragende Blicke. Die Vorarlberger in den blauen Trikots kommen zwar auf die Matte, geben die ersten beiden Kämpfe dann aber kampflos ab. Der Unmut ist groß, aber mit einer 8:0-Führung für die Walser geht es weiter. Und dieses Mal sogar mit Ringer-Action. Maximilian Außerleitner in Rot schafft dabei einen klaren 6:0-Sieg für den AC Vals und baut die Führung weiter aus. Nach einer weiteren kampflosen Aufgabe der Vorarlberger ist dann der Walser Tamas Zoltan gegen den starken Osman Arziev chancenlos und unterliegt klar nach Punkten. Somit schreiben auch die Hörbranzer erstmals auf der Punktetafel an. Das ist allerdings der einzige Lichtblick der Vorarlberger in der gesamten ersten Halbzeit. Denn auch der Gegner von Philipp Kreppertz verlässt kampflos die Matte. Und zum Abschluss gewinnt der Walser Georg Meichel sein Duell mit einem schönen Schultersieg. Somit endet eine dubiose Freistilrunde, bei der die Hörbranzer 4 von 7 Kämpfen einfach aufgegeben haben. Mit 24:4 für den AC Vals. Höchste Zeit, um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, es ist deswegen, weil die Hörbranzer sind so wogt spät gekommen zur Abwaage und haben die Aufstellung zu spät abgegeben. Und jetzt machen sie da Murzer Theater. Das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern da gibt es ein Reglement, der Kampfrichter hat einer das einfach so gesagt und es ist eigentlich eh eindeutig und warum das Kasperltheater da jetzt aufzogen wird, verstehe ich eigentlich nicht. Bei der angesprochenen Regel geht es darum, dass ein selbstverschuldetes Zu-spät-Kommen des Vereins zur Bekanntgabe der Aufstellung und zur Abwaage mit einer 56:0-Niederlage strafverifiziert wird. Gekämpft wird aber trotzdem, da die endgültige Entscheidung darüber erst im Nachhinein vom Rechtsausschuss getroffen wird. Jetzt aber wieder zurück zum sportlichen Geschehen in der Halle. Denn es steht ja noch die zweite Halbzeit im griechisch-römischen Stil mit dieses Mal hoffentlich 7 spannenden Kämpfen aus. Den Auftakt aus Walser Sicht macht Helmut Mühlbacher, der in einem Kampf über 3 Runden letztlich nach Punkten den Kürzeren zieht. Danach entwickelt sich dann ein spannendes Duell zwischen dem Walser Franz Holzer und Frank Rückenbach, das der Vorarlberger letztlich mit einem Schultersieg für sich entscheidet. Nach 2 Niederlagen in Folge bringt dann Anton Marchal die Walser wieder zurück auf die Siegerstraße, denn er ringt seinen Gegner klar nach Punkten nieder. Als nächster wäre Amer Rustanovic, der Star des AC Vals, an der Reihe, aber sein Gegner gibt wie schon im Freistilduell kampflos auf. Eine Aufgabe gibt es auch im nächsten Kampf. Dieses Mal allerdings verletzungsbedingt. Sieger ist hier somit Fuchsreiter Stefan. Als nächster auf der Matte für den AC Vals ist Florian Meichel, der mit einem Punktesieg die Führung der Hausherren weiter ausbaut. Auch im letzten Kampf des Tages setzt sich der AC Vals durch. Denn Benedikt Puffer setzt mit einem Schultersieg zum Abschluss noch einmal ein Ausrufezeichen. Somit lautet der Endstand im Duell AC Vals gegen AC Hörbrands 43:11. Mit den griechisch-römisch-Kämpfen muss man zufrieden sein. Natürlich ist es dann schwer zu beurteilen, in Anbetracht der Sachlage, was da heute alles vorgefallen ist. Und wir und die Leute dann in den Kampf dann tatsächlich reingegangen. Aber mit einigen kann man sehr zufrieden sein. Aber vor allem, wenn der Gegner weiß, er hat verloren, wir wissen, wir haben gewonnen, dann glaube ich, ist das zum Beurteilen nicht so einfach. Aber grundsätzlich kann man schon zufrieden sein. Das ganz große Gesprächsthema ist und bleibt aber das Verhalten der Hörbranzer an diesem Abend, die selbst keine Stellungnahme dazu abgeben wollten. Nein, in meiner Laufbahn eigentlich noch nie erlebt. Es war jetzt wirklich Kindergarten, muss ich dazu auch sagen. Weil es kann auch nicht sein, dass dann die Kämpfe einfach aufgeben werden für die Zuschauer. Wir müssen doch Eintritt zahlen und das kann es ja nicht sein. Nein, ich habe es noch nicht erlebt in meiner 30-jährigen Ringkampfkarriere. Aber es ist leider so, es ist das erste Mal und es war sicher sportlich nicht fair von AC Hörbrands. Aber zum Glück war die zweite Runde für die Zuschauer okay, sonst wäre es ein Riesendesaster geworden.
Das Wichtigste für den AC Vals sind letztlich aber die Punkte. Denn nach der Niederlage in Götzis stimmt die Marschroute im Hinblickfinale jetzt wieder. Die Hauptsache war, dass wir den Kampf gewinnen. Die nächsten Kämpfe sind natürlich genauso schwer, weil von den Verletzungen her werden wir nicht weiß Gott, viel besser gestehen sein. Aber wichtig ist es dann, dass wir den KSK Klaus nächste Woche schlagen. Und da hoffen wir natürlich auf Unterstützung vom Publikum. Ich hoffe, dass ich von dem nicht anstecken lasse, was heute passiert ist. Nächste Woche, glaube ich, schaut es dann ganz anders aus und das wird sicherlich eine super Stimmung sein und super Kämpfe.